Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende. Ja, meine dritte und letzte Woche Urlaub ist somit ja mehr oder weniger vorbei. Es war eine sehr entspannte letzte Woche, samt Katze, die über einen drüber springt. Ich habe 3 Bücher komplett geschafft. Beim 4. Buch bin ich gerade noch am Hören. Und auch sonst war es eine super sonnige Woche mit wunderbaren Tagen. Wir waren Sonntag auch nochmal in Köln und da habe ich dann auch die liebe Lisa getroffen. Und ja, dazu aber dann später noch ein bisschen mehr. Ich denke, wir fangen erstmal mit den Büchern an. Begonnen hat die Woche mit Love Trotters von Vlada Kolosova. Ja, mein Schatz, du sowieso. Ein Buch, das ich über die liebe Tasmetu entdeckt habe. Und ich verlinke natürlich alle Kanäle, die erwähnt werden, unten in der Infobox. Als nächstes habe ich einen Thriller gelesen. Und zwar von Jennifer L. Armentrout. Dreh dich nicht um. Dieses Büchlein habe ich als Mängelexemplar in Regensburg gekauft, wo ich war. Und habe das dann eben auch zusammen mit der Lisa gelesen und man kann so viel sagen, Jennifer L. Armentrout hat mich tatsächlich ein bisschen neugierig gemacht auf ihre anderen Bücher, aber dazu dann natürlich mehr. Ja, mein Schatz, ne? Ich habe aber doch die rechte Hand nicht frei. Ja, das dritte Buch ist von Mimi J. Poppelson, Pollys Welt steht Kopf. Ein Buch, das mir von einer Zuschauerin mal empfohlen wurde und das mich sehr angesprochen hat und ich gleich bei meiner letzten Rebuy-Bestellung dann einfach mitbestellt hatte. Und diese 3 Bücher habe ich diese Woche gelesen. Ja, ist auch eine ganze Menge. Und restlichen Blabla gibt es dann sozusagen am Ende. Und ich denke, wir legen jetzt einfach mal mit dem ersten Büchlein los. Ja, Love Trotter von Vlada Kolosova. Ist erschienen 2014 im Kailash Verlag, kostet als E-Book 7,99 Euro, als broschierte Ausgabe 14,99 Euro, hat 260 Seiten und habe ich eben auch gebraucht über Rebuy gekauft und entdeckt. Ja, entdeckt hatte ich es bei der lieben Tasmetu, die hatte das eine Zeit lang auf Lovely Books in ihrem Ich lese gerade Status und hat es dann auch in einem Video besprochen und es hat mich einfach so angesprochen, dass ich dann eben danach Ausschau gehalten hatte und mir es dann eben über Rebuy bestellt hatte. Ja, Love Trotter, der Titel erzählte schon ein wenig, es geht um die Liebe rund um die Welt und wir sind hier auch in unterschiedlichsten Ländern, es ist sozusagen eine kleine Weltreise, und wir schauen uns eben an, wie funktionieren Ehen, wie funktioniert Liebe, wie funktioniert es mit Liebeskummer der ersten Liebe in anderen Ländern und wir sind ziemlich überall unterwegs, von Ägypten in den Iran, nach Kambodscha, nach China, Brasilien, Russland, in die USA und auch in der Türkei und dann sogar auch noch in Deutschland. Ja, Schatz, ne? Und es war sehr schön zu lesen. Ich mochte den Sprachstil von Vlada Kolosova sehr gerne lesen. Es war sehr flüssig. Es war auch wirklich, man war so drin und man liest und liest und hat einfach den Eindruck, die Autorin erzählt einem das. Und man hat hier natürlich wunderbare Feinheiten über die Länder erfahren. Und so die Gepflogenheiten, Traditionen und dann eben auch, wie empfinden es die Menschen, die dort wohnen? Was empfinden sie vielleicht selbst als gut, wo wir uns denken, ein bisschen befremdlich? Oder was merken sie selbst, dass es nicht so toll läuft? Und was wünschen sie sich gegebenenfalls einfach für ihr Leben, für ihre Liebe, vielleicht auch für ihre Kinder, für ihr Land? Und das fand ich unglaublich spannend. Es hat so ein bisschen auch Fernweh gelockt und so manches Land kannte ich schon, so manch anderes würde ich gerne noch bereisen. Und so war das eine wunderbare Mischung aus Bekannten und Neuem und ich mochte einfach die Ansätze, wie die Autorin vorgegangen ist. Sie hat zum Beispiel ganz oft Couchsurfing genutzt, um eben günstig, bis gar fast umsonst im Grunde, auf verschiedenen Couches dieser Welt zu übernachten, um eben dann auch mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen, was gerade in den muslimischen Staaten natürlich nicht so einfach ist. Wenn man da wirklich an den Iran denkt, Türkei kennt, sieht und erfährt, was da so ein bisschen passiert, ist das natürlich nicht ganz so einfach, da Kontakte zu knüpfen, aber sie hat das auf wunderbare Weise geschafft und erzählt und es ist halt im Grunde eher so eine Reisegeschichte, die eben zum Zwecke gedient hat, um etwas über die Liebe, über Ehen zu erfahren und da ist es ganz egal, wie die Ehen funktionieren, ob du als junger Mensch im Grunde
oder versprochen wurdest, jemand Fremdes heiratest oder über 10 Umwege dann vielleicht doch zu dem kommst, den du liebst, wie schwer es manchmal ist, wenn man sich liebt, dass dann der zukünftige Mann eben vielleicht die Mitgift bezahlen kann für die Frau und so weiter. Also es war sehr, sehr toll erzählt, sehr gut recherchiert, mir haben die Interviews auch super gut gefallen und es hat sich einfach wunderbar lesen lassen und hat einem so einen Einblick in die anderen Länder gegeben, in andere Kulturen und wie das die Menschen selbst empfinden und wie ja auch teilweise merkwürdig sie manches fand, es ihr aber dann irgendwie logisch erklärt wurde oder irgendwie gesagt hat und man auch selbst dann eben denkt, ja, so schlecht ist dieser Ansatz gar nicht. Also es war sehr interessant, einfach über andere Kulturen eben was zu erfahren und hat mir wirklich Spaß gemacht. Und daher kann ich jeden, der sich für Liebe und den Globus interessiert, sozusagen Love Trotter, auf jeden Fall empfehlen. War ein schönes Sommerbuch, was jetzt wirklich auch perfekt in die Zeit gepasst hat. Was ich sehr schön fand, ist zum Beispiel auch, dass eben jedes Land ein bisschen erklärt wurde. Einmal, wie sieht das Land überhaupt aus? Und dann hat man immer so eine Infoseite gehabt mit Fakten, Einwohner, Scheidungsrate, Geburtenrate, Heiratsalter, Kosenamen. Dann gibt es auch unübersetzbare Ausdrücke und Liebesweisheiten. Und das halt wirklich so für jedes Land, hat mir sehr gut gefallen. Ganz, ganz tolles Buch. Ja, wird mir auch noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Und das nächste Buch ist dann ein Buch ganz anderer Art. Und zwar ein Thriller von Jennifer L. Armentrout. Dreh dich nicht um. Das Buch ist im Mai 2014 im Heine Verlag erschienen, kostet als E-Book 9,99 €, als broschierte Ausgabe 12,99 €, hat 380 Seiten und ich habe es als Mängelexemplar, das hat hier unten so einen Stempel, als Mängelexemplar in Regensburg mitgenommen und das ist mein erstes Buch der Autorin. Bisher haben mich die Jugendbücher der Autorin noch nicht angesprochen und auch ihre New Adult Bücher unter Jay Lynn. Ja, ich lese halt kein New Adult, dementsprechend habe ich da auch noch nicht mal reingelesen und war aber sehr gespannt auf diesen Thriller und habe den zusammen mit der lieben Lisa vom Kanal Ex Libris Lisa gelesen und wir haben das eigentlich, glaube ich, in 4 Leseabschnitte eingeteilt, also auf 4 Tage oder sogar 5 und haben es aber dann, glaube ich, tatsächlich in 2,5 Tagen sozusagen gelesen. Also wir waren viel früher fertig, als es geplant war. Ja, wie es manchmal so ist, ne? Das war sehr lustig. Es spricht auf jeden Fall schon mal für das Buch. Ja, als Mängelexemplar habe ich es, glaube ich, für 4 oder 4,99 € gekauft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also da kann man auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Ja, es geht in dem Buch um Samantha, ein junges Mädchen. Es ist so ein bisschen eine zickige Highschool-Diva, hat man das Gefühl, die verschwunden ist und nach 4 Tagen ohne Erinnerung wieder aufwacht. Und ja, sie nicht so recht weiß, was ist ihr passiert, wer hat ihr das angetan. Sie sich selbst an sich nicht erinnert. Wie sie war, warum sie war, sich nicht an ihre Familie erinnern kann, sich nicht daran erinnern kann, wie sie ihren Kaffee trinkt und all das vergessen hat. Das Schlimme an dieser Sache ist aber, dass auch ihre beste Freundin Cassie verschwunden ist und ja, sie im Grunde eigentlich denkt, wenn sie Erinnerungen zurückbekommt, weiß sie vielleicht, wo man Cassie suchen muss. Ja, sie hat einen scheinbar lieben Freund Dell und auch sehr zickige andere Freundinnen und sie erfährt halt durch ihren Bruder und auch durch ihre früheren Freunde sozusagen, ja, wie sie sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass sie eben eine Opa-Zicke war, die ja ständig Terz gemacht hat, der man es nicht recht machen konnte, die ja im Grunde sehr verwöhnt war und sich eben so verändert hat, seitdem Cassie im Grunde da war. Und das lässt sie alles so ein bisschen zweifeln und sie weiß nicht so recht, was ist ihr passiert, wieso ist sie so und sie will eigentlich gar nicht so sein und sie merkt eben auch irgendwie, was hat sich verändert. Und neben dem, dass sie eben sich nicht erinnern kann, hat sie auch das Gefühl, verfolgt zu werden. Sie hat immer mal flüsternde Stimmen im Ohr, sie findet Zettel, auf denen Warnungen stehen und ja, sie ist einfach beängstigt und ja, sie möchte natürlich Cassie finden und auch das Geheimnis sozusagen lüften, warum sie entführt wurde, warum ihr das angetan wurde und sie möchte auch ihre Erinnerungen wieder. Und ja, das auf diesen Suche sozusagen nach der Erinnerung, nach dem Gedächtnis von Samantha, machen wir uns in Dreh dich nicht um. Und das mag jetzt alles relativ unspektakulär klingen, so ein bisschen wie halt ein typischer Thriller. Und ich muss sagen, es war ein Hammer-Thriller. Es war unglaublich spannend. Also man wollte einfach nur noch weiterlesen. Und wir hatten uns das in Leseabschnitte eben eingeteilt und man ist immer näher diesem Leseabschnitt gekommen und schwupps, waren irgendwie 100 Seiten weg und man hat
sich gedacht, hä? Und es war schnelllebig, es ist ganz viel passiert, es ist viel unterschwellig passiert, es ist viel im Kopf passiert. Und man hat, es ist jetzt kein blutrünstiger Thriller, gar nicht, sondern es geht wirklich in diese Psycho-Thriller-Richtung. Und ich muss ehrlich gestehen, es hat mich teilweise an einen jugendlichen Stephen King erinnert, ich sag's jetzt mal einfach so, weil Stephen King eben auch immer so ein bisschen, wer Stephen King kennt, dass das manchmal eben so ein bisschen ganz fein und langsam zu Beginn ist und dann eben immer zwischendrin was, sowas passiert, was einen aufmerksam lassen lässt, aufmerksam werden lässt, so rum, und dann eben so ein Knall kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ja, wir hatten hier viele Verdächtige. Lisa und ich haben oft spekuliert, wer könnte es sein, warum könnte es so sein, und wurden dann unglaublich überrascht am Ende, als die große Auflösung kam. Man sitzt durch davor und denkt sich, what? Also das war echt der Hammer. Man hat Gänsehautgefühle gehabt. Ich fand es so spannend erzählt und wie gesagt, wir wollten es teilweise eben auch gar nicht weglegen, weswegen wir halt dann auch die Leseabschnitte immer mal verlängert haben und gesagt haben, so ein Kapitel geht doch heute noch. Und wir waren wirklich süchtig und es hat auch Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen. Gerade das Rätselraten war natürlich super schön, es hat echt Spaß gemacht. Und die ganze Geschichte, der ganze Stil, wie das aufgebaut war und dass man selbst eben immer überlegt, was ist da passiert, was ist mit Samantha passiert, mit ihrem Umfeld passiert, warum ist sie, wie sie ist, wo sind ihre Erinnerungen, an was erinnert sie sich nicht. Man hat tausend Fragen, die einem während der Geschichte kommen, man sitzt einfach nur da und denkt sich bei jeder kleinen Auflösung oder Richtung der Auflösung, oh, was so? Und man ist ständig so, oh, na, also man ist ständig in Puls auf 180 und ich fand es echt gut. Ich fand den Stil unvergleichlich gut, wirklich ein grandioser Thriller, eine absolute Leseempfehlung, wirklich eins meiner Monatshighlights auf jeden Fall. Ich mochte das und ich bin da auch richtig wieder auf Thriller-Laune gekommen durch dieses Buch und ja, ich fand es einfach gut. Also ich weiß jetzt, dass Jennifer L. Armentrout leider noch keinen weiteren Thriller geschrieben hat, aber mir spricht diese Dark Elements-Reihe doch tatsächlich ein bisschen an und ja, vielleicht greife ich einfach mal da zum ersten Band und gucke, ob sie mich in einem anderen Genre auch begeistern kann, weil hier hat sie es auf jeden Fall geschafft. Ich fand es wirklich toll. Und auch die, ja, es ist im Grunde ja so eine broschierte Ausgabe, auch mit diesem Rot und ach, das ist einfach schon, also jeder, der gerne Thriller liest und ja, der sollte da einfach mal zugreifen. Also es ist wirklich eine Thriller-Empfehlung, die ich wirklich bombastisch gut fand. Also großes Thriller-Kino sozusagen. Ja, und das letzte Buch ist dann wieder was ganz anderes, was ich eben schon parallel zu Dreh dich nicht um gelesen habe, wenn natürlich der Leseabschnitt ausgelesen war. Und zwar von Mimi J. Popperson, Pollys Welt steht Kopf. Ein Buch, das mir ja von einer Zuschauerin mal irgendwann irgendwie empfohlen wurde und ich es mir auf eine Wunschliste gesetzt hatte und es dann bei Rebuy günstig entdeckt hatte. Als Taschenbuch kostet es eigentlich 8,99 €, als E-Book ist es für 99 Cent zu bekommen, weil es eben ein Self-Publisher-Buch ist. Ist im Juni 2015 erschienen, hat 258 Seiten und hinter der Autorin steckt eine, also es ist ein Pseudonym, steckt glaube ich eine bekannte Krimi- und Thriller-Autorin. Wie auch immer. Ja, es geht ja um Polly sozusagen. Ne? Also Polly zieht in ein neues Haus in San Francisco zusammen mit ihrem Freund und ja, fängt einen neuen Job an in einer Bank und ja, zieht dort ein. Ihr Freund kommt irgendwie nach, sobald er seine Prüfungen hat. Der Freund ist ein bisschen anstrengend, wie ich fand. Es war ein ziemlicher Jammer. Typ, muss ich sagen, der ging mir ganz schön auf den Keks. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Polly muss ab dem nächsten Tag auf den Kater des Hausbesitzers aufpassen, der ja ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt sozusagen. Und dann taucht auch noch ihr Bruder auf, der in Australien gelebt hat, so ein halber Yogi wurde und der eben auch auf Freikörper-Yoga sozusagen steht. Ja, Polly ist von dem nicht so angetan, ist ja eigentlich so ein bisschen spießiger geworden, als sie es gedacht hat und als es auch ihr Umfeld erwartet hat. Sie hat eine ganz nervige Mutter, die gefühlt stündlich anruft und fragt, ob auch ja alles okay ist. Fand ich persönlich ein bisschen anstrengend und nervig. Sollte auch so sein. Und dann trifft auch noch ihre beste Freundin bei ihr ein, die sich von ihrem gewalttätigen Freund oder ich glaube sogar Ehemann getrennt hat. Und der untere Nachbar in ihrem Haus, da wo sie eingezogen ist, der ist auch noch ein alter Schulfreund und der sie eben so auf ein bisschen merkwürdige Ideen bringt, was die Kunst angeht, ihr Leben angeht. Und sie hat auch noch einen Chef, der ja alles ein bisschen komisch an ihr findet und
Ja, so manches da auch noch passiert. Ja, Polly's Welchit Kopf. Eine Geschichte, die in San Francisco spielt. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist in San Francisco. Es hat viel Spaß gemacht, auf Städtetour mit Polly zu gehen. Egal, ob auf dem Motorrad, zu Fuß oder aus dem Haus schauend. Es hat Spaß gemacht, als da Haschkekse gebacken wurden. Und man sich denkt, oh Gott, wo bin ich hier hingekommen? Es war lustig. Es war eine lustige Geschichte, die auf vielen Seiten wirklich viel, viel zu lachen hatte. Die unterhalten hat, die flüssig zum Lesen war. Man hat hier wirklich drin rumgeblättert förmlich und hat ja die Geschichte aufgesogen. Es hat mich gut unterhalten, es hat perfekt in den Urlaub, perfekt in den Sommer gepasst und hat wirklich Spaß gemacht. Das ist jetzt keine große literarische Kunst, das kann man einfach dazu sagen. Es war wirklich unterhaltend, es war okay. Es hat mir gefallen, es war ein gutes Buch. Man kann es lesen, muss es aber nicht. Mir hat persönlich wirklich gefallen, wie sich Polly entwickelt hat, wie sich Polly verändert hat, wie auch alles so drumherum sich dann eben mitentwickelt hat. Und ich mochte einfach ja, das Setting in San Francisco, das wirklich viel Spaß gebracht hat, viel Laune gemacht hat und man sich wirklich förmlich dort gesehen hat, dass man selbst über diese Straßen mit den Cable Cars fährt. Und ja, es hat Spaß gemacht, es war schön, es war gut, es war auch wunderbar erzählt. Ich weiß nicht, ob ich von der Autorin nochmal was lesen werde, würde, möchte. Da muss ich einfach mal gucken, was vielleicht die Autorin, was es da noch so ein bisschen gibt. Habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Aber wirklich für Sommer, Urlaub, Strand, Seelektüre wirklich wunderbar geeignet und hat mir wirklich Spaß gebracht und war halt was ganz anderes zum Thriller. Und es ist auch von hinten so schön gestaltet. Ja, also ein wunderbares Buch, was ich empfehlen kann, aber es ist jetzt nicht unbedingt ja, ein absolutes Highlight oder ein Must-Read. Aber wer sowas mag, ist hier auf jeden Fall an einer guten Adresse. Was gab es noch diese Woche? Ja, nach den drei Büchern habe ich jetzt mit einem Audible-E-Book, einem Audible-Hörbuch angefangen, und zwar Boy in the Park. Von, ich habe schon vergessen von wem, gesprochen von David Nathan, der ja auch die Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale zum Beispiel ist. Also Johnny Depp, wenn er nicht Jack Sparrow spielt, weil in Jack Sparrow, also Fluch der Karibik 1 bis 3, hat jemand anders seine Stimme gehabt. Und normal war aber früher immer David Nathan die Stimme von Johnny Depp. Und es ist eben, wenn man dann auf der Wiese liegt, auf dem Balkon sitzt oder im Bett sich nachts noch was vorlesen lässt, wirklich so, als würde Johnny Depp vorlesen oder ab und an mal abwechselnd auch mit Christian Bale, den ich ja auch sehr gerne mag als Schauspieler. Und das macht wirklich Spaß. Es ist auch wieder ein Thriller. Also ich war tatsächlich in Thriller-Laune, nach Dreh dich nicht um und bin sehr neugierig. Ich habe noch nicht so viel, ein bisschen was über ein Viertel. Also heute ist Freitag Mittag. Früher Nachmittag, und ich habe so 2,5 Stunden, ich glaube von 8:13 oder irgendwie so, also ich sag mal so knapp ein Viertel gelesen. Bisher sehr spannend mit den erzählerischen Unterschieden, also den beiden Erzählsträngen, sehr neugierig. Erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche, wie es mir dann auch gefallen hat. Ja, mit was geht es lesetechnisch weiter? Ab heute Samstag sozusagen für euch starten wir mit unserem Leseclub ja auch noch einen Thriller, und zwar Sorry von einem Autor, dessen Name ich glaube ich jetzt auch vergessen habe und nicht aussprechen kann. Ich blende euch das Cover ein. Ja, den Leseclub haben ja Alicia, Phil und ich gegründet, und wir wählen ja immer Bücher von unserem Sub aus, entschuldigt, die wir dann eben lesen wollen, einfach damit sie vom Sub herunterkommen, und lassen ja dann im Grunde alle in der Facebook-Gruppe sozusagen abstimmen, und diesmal hat Sorry gewonnen. Finde ich sehr gut, freue ich mich drauf, bin ich sehr, sehr gespannt. Wer vielleicht noch Lust hat mitzulesen, der findet unten in der Infobox auf jeden Fall auch mal den Leseclub, oder dann vielleicht sagt, Mensch, was kommt denn als nächstes, weil die Abstimmung kommt dann immer nach dem Lesen sozusagen, damit man dann eben gegebenenfalls auch noch Zeit hat, sich das Buch irgendwie günstig zu besorgen. Es werden keine Neuerscheinungen gelesen oder sehr neue Bücher, würde ich jetzt mal sagen, weil es eben Subbücher sind, wo wir denken, Mensch, die müssen wir jetzt unbedingt mal gelesen haben. Dementsprechend wird es jetzt Sorry, da bin ich auch sehr gespannt, wie das gemeinsame Lesen wieder klappt. Hat die letzten beiden Male ja wunderbar funktioniert, hat viel Spaß gemacht, großer Austausch. Es sind auch schon eine ganze Menge Leute mit dabei, und auch Sorry hat, glaube ich, mit doch recht großen Schritten vorwärts gewonnen gehabt. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, bin ich sehr gespannt, wie mir der Thriller gefallen wird. Ja, was gab es noch ein bisschen die Woche? Also wir waren Sonntag nochmal in Köln bei meiner Schwester, die ja nochmal operiert wurde am Freitag.
Und da es da in der Wohnung aber doch ein bisschen eng ist, wenn man da dann zu viert wäre, habe ich die liebe Lisa gefragt, ob sie nicht Lust hat, nach Köln zu kommen. Sie wohnt da nicht allzu weit weg und so haben wir einen wunderbaren Tag wirklich mit Sonne und allem in der Nähe der Domplatte verbracht, haben lecker was getrunken, haben uns wunderbar unterhalten, hat super viel Spaß gemacht, so ein ganz kleines Booktuber-Treffen sozusagen, eigentlich eher ein Freundinnen-Treffen. War ein super schöner Tag. Köln ist halt nur unglaublich weit weg. Also wir sind halt immer so 5,5 Stunden einfache Fahrt unterwegs, wenn man zwischendrin mal eine Pause macht. Und das zieht sich dann teilweise schon. Wenn man gerade so bei 28 Grad im Auto sitzt, dann denkt man sich auch, irgendwie hätte man heute was Schöneres machen können. Wir haben aber ganz bewusst eigentlich den Sonntag gewählt, um eben den LKWs auf den Autobahnen ein bisschen zu entgehen und da ein bisschen entspannter sozusagen unterwegs zu sein. Und es war ein ganz, ganz toller Tag. War wirklich sonnig, war schön, war heiß und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und so konnten wir uns halt schon gleich ein bisschen über den Thriller austauschen, indem wir dann im Grunde ja gemeinsam gelesen haben. Und war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Dann diese Woche habe ich auch ein bisschen Filme geguckt, angefangen mit, jetzt habe ich sie natürlich nicht da, Departed unter Feinden mit Leo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson spielt mit. Das ist ja ein Martin Scorsese-Film, einer, der mir wirklich unglaublich gut damals in den Kinos gefallen hat. Und ich den, glaube ich, sogar bisher auch nur im Kino gesehen habe und jetzt eben mal auf DVD hatte. Habe ich, glaube ich, auch mal bei Rebuy mitbestellt und dachte, Mensch, mir ist nach Matt Damon und nach Leo DiCaprio, da wirst du es einfach mal ein, war ein Hammerfilm. Also wirklich auch so ein bisschen auf Thriller und Krimi. Ja, es ist jetzt nicht direkt ein Todesfall, aber so ein bisschen Thriller-mäßig. Wir haben da nämlich einen Maulwurf, einen Polizist, der in der Mafia sozusagen spioniert und umgekehrt eben einen Mafia-Jungen, der eben dann in die Polizei geht, um da dann eben auch als Maulwurf zu dienen und dann sind irgendwann eben beide auf der Suche nach dem jeweils anderen. Und ja, Matt Damon und Leo DiCaprio wirklich grandios. Ich bin auch ein großer Jack Nicholson-Fan, finde ich hier wirklich ganz, ganz toll. Spielt auch irgendeiner der Baldwins mit. Und auch die weibliche Rolle ist auch irgendwie bekannt, aber ich habe den Namen vergessen. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Ja, ein toller Film. Martin Scorsese kann man immer wieder sehen. Es ist nicht immer alles gut, was er macht, aber der Film hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und war auch auf DVD toll. Und dann gab es noch einen Matt Damon Film. Ja, ich war in Matt Damon Stimmung. Und dann habe ich noch geguckt, Der Plan. Das ist ja eine Buchverfilmung von Philip K. Dick. Das ist ja ein Science-Fiction-Autor, den ich vor 10 Jahren unglaublich geliebt habe. Ich glaube, so ziemlich fast jedes Buch von ihm gelesen habe. Also ich glaube, bestimmt 10 Bücher von ihm gelesen habe. Und ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie das Buch heißt, weil ich habe die alle nicht hier. Ich habe die damals alle von meinem damaligen Freund gelesen, der die alle wunderbar in seinem Bücherregal hatte. Und der wirklich Science-Fiction vom Feinsten macht, immer sehr fein, nicht so in Extreme geht, sondern eben die Welt immer in so ein anderes Licht rickt, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, der Plan geht ja eben darum, dass er ist ja Politiker, also die Rolle, die Matt Damon spielt. Und es gibt eben ja Leute, die eben den Plan verfolgen, die sich darum kümmern, dass der Plan für den jeweiligen Menschen eingehalten wird. Und ja, unser Politiker verliebt sich eben in Elise. Und das darf aber nicht sein. Er braucht nur ihren Anstoß, um im Grunde eine Rede zu halten, die ihn dann wieder weiterbringt. Und es gibt eben ein großes Ziel für ihn. Und das Ziel erreicht er ja aber nicht, wenn er mit Elise zusammenbleibt. Und auch sie wird eben nie die erfolgreiche Tänzerin, wenn sie ein Paar bleiben. So heißt es zumindest im Plan. Doch irgendwas zieht die beiden immer wieder an und auch außerhalb des großen Plans sozusagen entwickelt sich irgendwie eine Liebe, eine Faszination für den anderen. Und sie verstehen einfach nicht, warum sie getrennt werden sollen. Und der Politiker Norris wird im Grunde eingeweiht und kann eben auch die Welt nicht verstehen, was das soll und warum das alles so ist, wie es ist. Und kämpft eben dann gegen diesen großen Plan an. Und es ist leider im Film tatsächlich ein bisschen so, dass so mancher Logikfehler passiert ist, der halt passiert, weil man sich nicht komplett tief in die Story hineinstürzen konnte, weil es ist eben nur eine Verfilmung. Und man natürlich da ein bisschen diese Liebesgeschichte nach außen extremst getragen hat. Also viel darum im Grunde geht, dass halt die große Liebe über diesen Plan steht. Das war im Buch natürlich nicht der Fall. Da gab es tatsächlich viel mehr Logik, viel mehr
viel weniger Fehler, sag ich mal so. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, dass der Film so viele Logikfehler hat, aber er war gut. Also mir hat es Spaß gemacht, da mitzugehen. Ich mochte auch die Schauspieler, die so drumherum mitgedient haben. Ich fand es wirklich großartig, toller Film, toller Matt Damon. Da spielt auch die Schauspielerin mit, die aus dem Teufel trägt Prada bekannt ist. Ja, ich habe es nicht mit Namen, ne? Also es, bin ja froh, dass ich Matt Damon weiß. Ja, ne? Ja, also fand ich einen tollen Film, ist auch eine Empfehlung und ist wirklich für eine Buchverfilmung gelungen. Wenn ich mir auch gewünscht hätte, dass man sich vielleicht eine halbe Stunde mehr Zeit nimmt und diese Logikfehler ein bisschen rausgebracht hätte, aber so ist es. Also ein recht Matt Damon-lastiger Filmwoche samt Johnny Depp und Christian Bale als Stimme sozusagen, finde ich schon toll. Also ja, so Stimme, ne, was die in einen auslösen, war auch ganz lustig. Ich habe das Hörbuch im Garten gehört und dann kam meine Mama so rum und sagt so, Mensch, mit wem unterhältst du dich denn? Wer ist denn da am anderen Ende? Habe ich gesagt, ich telefoniere nicht, das ist ein Hörbuch. Und dann sagt sie so, ach, du schaust einen Film. Was schaust du denn mit Johnny Depp? Und warum gucken wir uns den nicht zusammen an? Weil meine Mama ein Johnny Depp-Film ist nicht. Nein, ich schaue keinen Film, ich höre ein Hörbuch. Und dann hat die mich immer so angeguckt, wie, du hörst ein Hörbuch und das liest Johnny Depp. Ja, also wie man sieht, eine sehr markante Stimme ist David Nathan, ja. Also von daher sehr lustig. Auch ganz ohne Film kann man da Johnny Depp sozusagen genießen. Ja, was habe ich noch ein bisschen auf meiner Liste? Ich glaube, das war es im Groben dieser Woche. Ein bisschen Game of Thrones lief abends, je nachdem wie das Wetter war. Läuft aktuell die 4. Staffel auf Sky. Immer 2 Folgen am Abend. Und ja, die 4. Staffel ist ja eine, die von hoher Freude zu tiefer Bestürzung sozusagen auch wieder gereicht hat. Ich stehe kurz vor der tiefsten Bestürzung sozusagen meiner Game of Thrones Zeit. Wir sind da, glaube ich, ist das Folge 8, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube Folge 8. Habe ich gestern nicht geschafft, aber werde ich mir dann auf DVD nachträglich noch angucken. Ja, Folge 8, die rote Viper. Und für alle Game of Thrones Fans, die wissen jetzt, was mich so tief getroffen hat. Das ist wirklich so eine Folge, die, ach, da brauche ich ja, ganz viele Taschentücher danach. Ich sage das mal so. Ja, aber buchtechnisch und sonstiges war es eigentlich, glaube ich, die Woche soweit. Ich habe hier ein bisschen Wohnzimmer gestrichen. Ich gucke es auch gerade so an. Irgendwie fällt es gar nicht auf mit Edelgrau. Irgendwie sieht man es nur im direkten Vergleich, wo das Weiß aufhört und Edelgrau wird. Aber ich ziehe die da ordentlich aus, sauber aus und hat eine große Matscherei gegeben. Streichen ist einfach nicht meine Welt, ne? Das ist der Tapezier, ich liebe, das ist irgendwie ordentlicher. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich nichts vergessen diese Woche. War ja jetzt sozusagen der Urlaub vorbei. Ich weiß noch nicht, wie es Montag wird. Ich bin doch sehr im entspannten Intuitivmodus. Bin sehr gespannt, wie das Montag früh wird mit dem früher aufstehen und mit dem dann im Büro sitzen und ja, ich muss mal gucken. Also ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Natürlich dauert es dann einfach wieder 3-4 Tage, bis man reinkommt. Aber es ist, hat schon was, ne? So ein bisschen Urlaub, ein bisschen mehr freie Zeit. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Schönes. Und ja, tat mir auf jeden Fall gut. Und in diesem Sinne würde ich euch jetzt einfach mal ins Wochenende schicken. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Wer noch Lust hat, beim Leseklub mitzumachen, der findet natürlich alles in der Infobox. Auch alle Kanäle sind natürlich in der Infobox zu finden und auch die Bücher. Und ja, ich denke, das war's. Ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel groß drauf. Wünsche euch nun eben ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.